Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Economy. So, wir wollen Papierrecycling machen. Dafür bekommen wir 200 XP, 2500 Geldeinheiten und wir hätten auch wieder einen neuen Quest hier oben irgendwo. Den machen wir gleich. Trotzdem wollen wir natürlich jetzt erstmal hier das neue Fahrzeug testen. Vielleicht geht das ja ein bisschen bequemer als der andere. So, da haben wir ihn auch schon. In wunderschönem Mausgrau ist das nicht. Kack. Silber? Auch nicht. Keine Ahnung. So, wir müssen da oben irgendwo hin. Also so grob kann man ja auf der Minimap was erkennen. Aber grundsätzlich finde ich die ziemlich nicht gut gemacht. Aber hier ganz schön detailliert, ne? Mit den ganzen Schrammen dran. Und das ist schon... Ja, das finde ich schon ganz hübsch eigentlich. Trotzdem ist die FPS bei 1440 Auflösung hier irgendwie ein bisschen fragwürdig. Ich meine, so eine riesen Grafikleistung hat das Ding jetzt auch nicht. Und mein PC sollte das eigentlich locker können. So, dann würde ich sagen, biegen wir mal hier ab. Wir gucken jetzt immer mal so ein bisschen. Der neue LKW. Mensch. Wir gucken jetzt mal so ein bisschen hier ungefähr, wo diese roten Punkte sind. Dann müssten wir eigentlich in die richtige Richtung kommen. So. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich wieder den ganzen Tag rot. Ah, da ist auch ein bisschen mehr zum Einsammeln. Die Orte liegen weiter auseinander. So, wir müssen jetzt hier rechts rum und dann nach wieder nach links. Oh, das ist unheimlich irritierend hier. So, da oben müssen wir dann wieder links. Da können wir uns ja schon mal einordnen. Und da bin ich mal gespannt, wie man das Fahrzeug bedient. Ist ja bestimmt auch noch irgendwie ein kleiner Trick dabei. Guten Tag. Nicht in mir. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es klatscht und kein Beifall. So, da oben sind die Mülltonnen. Auf der linken Seite natürlich wieder. Da müssen wir jetzt vielleicht eben einmal... Das heißt Mülltonnen, ich weiß ja gar nicht. Vielleicht sind es noch Papierstapel. Ich weiß es nicht. Da ist auch schon eine. Und damit wir da nicht gleich nochmal zurückfahren müssen. Wir machen mal hier die Lichter. Oh, der hat keine Rull. Da hinten steht ein Kollege von uns. Wo steht denn da hinten rum? Ach so, da waren wir eben. Stimmt. Da waren wir eben. So. Ich fahre jetzt mal hier rüber, weil ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber das scheint ein Heckkipper, ein Obenkipper zu sein. So, fahre erst die Arme aus. Da haben wir hier bestimmt irgendwo ein Bedienfeld. Das haben wir nur auf einer Seite diesmal, nämlich bei dem Fahrzeug. So. Weil es so schön ist, nicke ich mit dem Kopf gleich auch mal die... die gleiche Bewegung nicke ich da mal mit. Jetzt hat er mir fast hier meinen Müllcontainer weggefahren. So, dann fahren wir den hier rein. Gehst du mal weg hier? Alter. Das sieht alles nicht... Ja, aber es macht keinen Krach, ne? Ist Papier. Das fällt da ganz leise und geräuschlos, fällt das da rein. Oh. Mhm. So. Jetzt will ich ja mal wissen. Ja, auch bei dem Fahrzeug hier, wenn wir den Fußgängeraufspießhaken unten haben, dürfen wir natürlich nicht schneller fahren. Oh, war ja. Ob das gut geht? Puh. So, wieder vor Schild gelaufen. Und nächste Tonne.
Eieieiei. Schieben. So, sehr gut. Also die Animation ist auch lustig, ne? Also jetzt ein bisschen anheben, dann rutscht er runter. Dann wieder gerade drehen, ne? Dass er schön sich einpegelt, pendelt. Auskippen. Läuft. Fantastisch. So, ja, dann haben wir doch schon mal hier ordentlich abgetonnt. Eine fehlt noch. Zwei fehlen noch. Ich glaube, ich stehe im Halteverbot hier. Ist extra für Müllwagen freigelassen. Die haben sich bestimmt gedacht, wenn der Garda kommt, dann lassen wir lieber mal zwischen den Parkslots ordentlich frei, sonst fällt uns alles zu Brei. So, die Ampel ist rot, das heißt, wir haben grün. Und dann fahren wir hier nicht durch die doppelt durchgezogene Linie, sondern natürlich da, wo wir lang müssen dürfen. So. Dann haben wir gerade eine Meldung bekommen, die noch nicht komplett übersetzt ist. Also nochmal der Hinweis, das ist natürlich hier eine Presseversion. Das kann natürlich sein, dass da jetzt dann noch am Finaltag ein Patch kommt, ein finaler Beta-Patch sozusagen oder ein Alpha-Patch. Beta, Gamma, Release, Gold-Version, weiß der Geier, Patch kommt, mit dem dann diverse Macken noch behoben werden. Allerdings hat der Polizist gerade gesagt, wir sollen... Der Polizist hat gesagt, wir sollen irgendwas in unserem Tab öffnen. Vielleicht müssen wir da Knöllchen bezahlen. Weil da stand Todo. Da kommt ein Baum vorbeigefahren. Hallo. Mein größeres Problem ist eher, jetzt gleich die letzte Tonne wieder zu finden. Das ist ja immer ein lustiger Spaß. Sie nannten es Tonnensuchspiel. Kann man das Auto kaputt machen? Nee, ne? Nee, sehr gut. Also von den Effekten her sieht das Spiel ja ganz schön hübsch aus. Geht natürlich auch, das geht natürlich besser, aber ja, so. Habe ich da eventuell jemanden über einen Zebrastreifen überfahren? Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir da oben über die Hauptstraße. Wir gucken mal eben ins Tablett, was der Polizist von uns wollte. Keine Ahnung. Ja, nächstes Mal klappe ich das Ding wieder hoch. So, Vorfahrt achten. Jawohl. Rechts gucken, links gucken, alles grün. Könnte man ja Ego-Perspektive fahren? Nein! Gibt keine. Ist aus. Ego-Perspektive ist aus. Hallo. Guten Tag. So. Halt! Ist das vielleicht zu nah? Dann geht das vielleicht gar nicht. Oh, wenn man genau auf der anderen Seite steht, dann... Ja, haben wir die Mission auch. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal wieder einen Story-Quest, weil wir haben ja jetzt gesehen, wie das Ding funktioniert. Funktioniert? Na, nix. Das nix verkümmert, hätte uns auch mal gesagt. Aber was ich schon mal gut finde, ist, dass man dann während der Animation schon mal wieder ein Stückchen hier rausrennen kann. Dong, dong, dong. Genau, das wollen wir auch noch machen. Und zwar können wir jetzt hier freischalten, Gärtner zu sein. Aber das mit den Stadtbezirken habe ich nicht verstanden. Weil der Bürgermeister hat ja gesagt... Moment. So, die Bürger sind sehr zufrieden. Das bedeutet, du kannst nur neue Jobs in einem neuen Bezirk. Geh jetzt zu dem Vertragsmenü und wähle einen der fünf Bezirke. Altstadt, Wohnbezirk, Geschäftsbezirk und Vorstadt. Verwende den... Gesammelte Einwohner zu Punkte, um den Vertrag freizuschalten und gib dein Bestes.
Ja, das habe ich jetzt soweit verstanden. So, das heißt, wir gehen hier auf... Gebäude, Fahrzeuge, Verträge, hier. Und ich würde sagen, wir schalten da unten das Gebiet frei. Das geht aber nicht. Komisch. Und hier kann ich mit 10.000 Euro und 100 Zufriedenheit Gärtnern freischalten. Und damit können wir auch einen kleinen Gehölzpflege-LKW freischalten, den wir natürlich wieder kaufen müssen erstmal. Gehölzpflege-LKW. Nicht genug Geld. Ah ja. Gut, dann können wir das nicht. Und fahren mal hier zu dem Quest hin. Moment, ich klappe mal eben das Teil hoch, damit wir schnell unterwegs sind. Also es ist ja ein Gewusel hier. Fusel! Weil da kriegen wir mehr XP. Aber wir müssen, glaube ich, gar nicht hinfahren. Oh, wie war das? Story-Quests. Doch, wir müssen hinfahren, um die zu holen. Scheint es. Guten Tag. Entschuldigung, dass ich hier im Weg stand. So. Also oben an der Straße steht er scheinbar. Und wir haben... Haben wir eigentlich einen Geschwindigkeitslock drin oder können wir schneller als 60 fahren? Haben wir dafür vielleicht ein Knöllchen bekommen? Guck mal, wir können... 70... Ich glaube, die Polizei, hört ihr? 80, so, hier irgendwo... Da vorne ist ein FDP-Wahlstand. Wird ja auch wieder Zeit, dass es wieder libertäre Politik in Deutschland gibt. So. Wir steigen mal aus und gucken mal, wo wir hin müssen. Was kann man denn hier holen? Guck mal. Nachos. Ach, jetzt habe ich Hunger. Toll. Muss ich aufhören zum Aufnehmen. Und erstmal was essen. So. Also, gegenüberliegende Straßenseite und dann da. Also, genau da. Oder so ähnlich. Das ist aber auch irgendwie wirklich... Also mit der Orientierung hier, da komme ich noch nicht ganz klar. So, hier laufen wir genau drauf zu. Vielleicht können wir den jetzt schon... Was ist jetzt? Gut gemacht. Einmal zu... Gut. Was machen die Mitarbeiter? Die sind alle nicht fleißig. Wir können... Papierrecycling, Plastikrecycling, Papierrecycling. Warum geht jetzt die Zeit auf einmal so schnell voran? Hä? Also die beiden Angestellten sind jedenfalls nur unterwegs mit Müll und Plastik. Und Storyquests können wir wirklich nur annehmen, wenn wir da hingehen. Ist das richtig? Ja. Gut. Und angeblich ist das genau vor meiner Nase. Ah, da stehen schon Mülltonnen. So, hier ist auch Kollege Schiss in der Buchs. Läuft zumindest so. Ah, die schon wieder. Ja, was ist jetzt wieder? Meiner Meinung nach gehört Plastik verboten. Seht ihr an, wie viel Plastik wir wegwerfen. Kannst du das zur Recyclinganlage bringen und dann komm zurück und hol dir eine Belohnung. 250, Plastikrecycling. Ja, das Problem ist jetzt, dass der Plastik-LKW noch in Beschlag ist. Das heißt, wir müssen mal eben ins Menü und dann können wir Folgendes machen. Wir können den Papier-LKW, können wir schon mal die nächste Aufgabe geben hier. Nehmen wir hier Papierrecycling im Geschäftsbezirk. Angestellte entsenden. Was ist jetzt kaputt? So, Angestellte entsenden. Bestätigen. So, jetzt müssen wir nur warten, bis der Plastikkarren wieder fertig ist. So. Hier nehmen wir den nächsten Papierauftrag an. Und dann springen wir
in den Plastik-LKW, um der einen Dame zu helfen. Da sind wir ja nett. So, was ist da? Gratulation, das ist auch... okay. Wohin man das jetzt so... so riesen Blinkorgien verursachen muss. So, wir fahren jetzt mal zu der netten... da! Die haben aber auch eine Anfahrgeschwindigkeit. Jetzt gibt es wieder Gewitter hier. Gewitter! Wo? So, und für unsere Aufgabe kriegen wir 52 XP. Das heißt, wir müssen von denen eine ganze Menge machen. Eieieiei. Also, mit dem Leveln, das dauert hier immer einen Moment. So. Dann fahren wir hier oben. Oh, die Ampel war rot. Sorry. Rote Ampel, sorry, wollten wir ja nicht mehr. Hier rum. Oh, ruhig, Bruder. Ruhig. So, und da wissen wir ja schon, diese Container, die stehen irgendwie zwischen den Häusern. Das haben wir ja eben schon so ein bisschen durchblicken sehen. Seht ihr? So, einmal rausfahren. Gott sei Dank hat das Gewitter aufgehört. Aber das Fahrzeug ist immer noch nass. Interessant. Sieht zumindest so ein bisschen aus durch diesen totalen Glanzeffekt, der da drauf liegt. Ja, wir arbeiten effizient weiter hier. Für mehr XP. Wobei ich mir, liebe Entwickler, wirklich wünschen würde, dass man auch über mehr Management auch an die XP rankommt. Ich weiß, ich kenne euren Entwicklungsgedanken dahinter, zu sagen, naja, wir müssen den Spieler ja schon dazu bringen, das Spiel auch zu spielen und nicht im Menü rumzuklicken. Aber wenn man wirklich Spaß dran hat, das als Management-Spiel zu spielen, dann spricht meiner Meinung nach ja jetzt nicht so viel dagegen, dass man dann auch sagt, okay, wir lassen zumindest diese Option offen. Würde ich jetzt so sagen. Na, ihr wolltet keinen Menüklick-Simulator, das ist mir schon vollkommen klar. Da unten steht unser anderes Auto. So, der Behälter dieses Fahrzeugs ist voll. Ach du Kacke, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Toll. Jetzt müssen wir erst das Fahrzeug leeren. Ja, das alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.